Nebenmission sehe ich gerade. Wenn wir schon hier sind, schauen wir da mal schnell rein und nehmen die noch mit, oder? Du, bist du die Nebenmission, oder wie? Ich brauche heißes Wasser für das Baby. Ah, das ist eine andere Nebenmission. Die habe ich schon länger mal angenommen. Das ist schon eine Zeit her. Stimmt, da wird jetzt schon seit ungefähr 5 Tagen In-Game-Zeit ein Baby geboren oder sowas. Aber gut, nach heißem Wasser fragen. Hey, in der Nähe kriegt jemand ein Kind. Ich brauche heißes Wasser. Könnte ich vielleicht welches haben? Ist das dein Ernst? Natürlich. Augenblick kurz. Klar, danke. Okay. Heißes Wasser. Bleibt das jetzt auch heiß? Ich hoffe schon. Jetzt schnell zurück, sagt er. Naja, ich gehe mal davon aus, dass das Wasser heiß bleibt, oder? Das wird schon nicht kalt. Wandersmann. Okay. Coole Klassenbezeichnung. Irgendwie machen die manchmal, wenn ich decke, mehr Schaden, wie sie machen, wenn ich nicht blockiere, nicht decke. Das ist bescheuert. Komisch. Ja, die Moves von denen sind total witzig. Ich finde auch, die Party ist halt einfach total sympathisch. Das sind einfach so witzige Figuren. Wir haben hier quasi den gescheiterten Yakuza, der sowieso immer nur ein kleines Licht in einer kleinen Familie war und dann unschuldig im Gefängnis war und jetzt gar nichts mehr hat. Den obdachlosen Krankenpfleger, Ex-Krankenpfleger, der Medikamente geklaut hat, und dem Polizisten, der kurz vor der Rente gefeuert wurde, weil er halt ein bisschen über die Stränge geschlagen hat. Und das sind so unsere Helden in dem Spiel. Und das allein finde ich schon einfach echt cool. Mal schauen, ob wir an denen ohne Kampf vorbeikommen, weil das sind ganz viele super leichte Gegner. Lohnt sich nicht, gegen die zu kämpfen. Dauert ewig lange. Voll blöd. Aber wir sind an dem vorbeigekommen, zum Glück. An den beiden kommen wir wohl nicht vorbei, aber der Kampf ist schnell vorbei. Das sah gerade echt böse aus, finde ich. Tja. War in den anderen Teilen auch schon so. Manche Prügeleien kann man sich echt sparen. Ja, ja, das stimmt. Hey, Rang erhöht! Ich habe vor allem am Anfang, weil mir das Kampfsystem auch wirklich Spaß macht, habe ich am Anfang sehr viel rumgekämpft. Deswegen habe ich schon relativ hochlevelige Teammitglieder auch einfach. Und gerade wenn man so in die Startbereiche mal wieder geht, dann lohnt sich das wirklich nicht mehr unbedingt. Ist hier jemand? Hey, Entschuldigung. Wie kann ich helfen? Ich habe gehört, du könntest Schläger reparieren. Arbeitest du hier? Ja. Ich bin Sumirizawa. Ich bin hier die Chefin. Ob du es glaubst oder nicht. Du bist der Manager? Dafür bist du noch ziemlich jung, oder? Was, hast du dir es etwa anders überlegt? Nur weil hier eine Frau die Chefin ist? Nee, nee, nicht wirklich. Hey, Dunsen, danke fürs Followen. Hi, schön, dass du mit dabei bist. Was möchtest du gerne repariert bekommen? Oder das möchtest du? Ich hab's nicht gelesen. Sieht aus, als hätte er ziemlich lang herumgelegen und verrostet ist er auch noch. Das muss ich vielleicht kurz erklären, weil das war auch vor dem Stream. Da gehen die drei, also die sind quasi, die treffen sich gerade die drei oder sind gerade quasi wieder aufeinander getroffen und sind jetzt ein Team. Und alle drei sind arbeitslos und keiner hat Kohle. Und sie haben zum Glück irgendwie in so einem Bordell ein kleines Zimmerchen bekommen. Und dann gehen sie zum Arbeitsamt und dann steckt genau dieser Baseballschläger im Zement quasi, in dem Felsen. Und dann versuchen sie alle, den rauszuziehen. Aber unser Protagonist Ichiban ist der Einzige, der schafft, den Baseballschläger rauszuziehen. Und jetzt ist es der Baseballschläger des Helden. Und nur er kann den führen, weil er der auserwählte Held ist, der diesen Baseballschläger mit Stacheldraht quasi aus dem Zement gezogen hat.
Das fand ich eine witzige Cutscene und eine witzige kleine Side-Story. Und jetzt ist er quasi so der Anführer und der Held. Tja. Mache ich irgendwie in jedem JRPG und dann wundere ich mich, warum ich überlevelt bin. Ja, das mache ich auch gerne. Am Anfang schon viel zu viel grinden, weil es mir Spaß macht. Und hinten raus denke ich mir dann oft, ah, hätte ich nicht am Anfang so viel gegrindet, dann wäre ich vielleicht nicht jetzt schon so übersättigt, was die Kämpfe angeht. Okay. Ja, ich habe ihn mal irgendwo gefunden, aber ich hänge trotzdem an ihn. Warte mal, dieser Schläger, stammt er etwa aus der Heldenserie? Wie bitte? Was zur Hölle soll das sein? Das ist ein total seltener Schläger, der nur kurzzeitig hergestellt wurde, weil der Produzent pleite gegangen ist. Kaum zu glauben, dass mir davon einer unter die Augen kommt. Oh, wow. Und so weiter. Bitte lass mich den reparieren, nur dieses eine Mal. Ich mache es auch gratis. Wow, echt? Ja, etwas so Seltenes reparieren zu dürfen, ist ein echter Traum. Es wäre mir eine große Ehre. Ha! Hey, danke. Super. Dann mache ich mich gleich an die Arbeit. Heilige Scheiße, das ist so cool! Wow. Cool. Ist jetzt unser Heldenschläger super krass geworden. Das war ziemlich verrückt. Ich war früher mal ein kleiner Punk, kann also ziemlich leicht ausrasten, aber egal, hier, bitte, danke fürs Warten. Alter, der sieht ja aus wie neu. Und das ist noch längst nicht alles. Damit er nicht wieder so ramponiert werden kann, habe ich ihn mit einem Speziallack gestrichen. Diese kleine Perle sollte jetzt härter und robuster sein als je zuvor. Danke, ich werde ihn gut verwenden. Du bist echt talentiert, weißt du das? Also, auf jeden Fall bin ich gut im Reparieren. Panda Patrick, danke fürs Followen. Hi, schön, dass du mit dabei bist. Ja, wo du es gerade erwähnst, hier ist es echt ziemlich leer, nicht viel Kundschaft, was? Die Untertreibung des Jahrhunderts. Heutzutage schmeißen die Leute ihre Kleider und Sachen weg, wenn sie einen Riss haben oder ein bisschen kaputt sind. Niemand will mehr was reparieren lassen. Und so sehr mein Vater sich auch bemüht hat, den Laden am Laufen zu halten, es ist ihm nicht besonders gut gelungen. Er hat Mist gebaut und viel Schulden angehäuft, musste einen Großteil der Maschinen verkaufen. Deshalb ist fast nur noch Kram übrig, den keiner kaufen will. Und daher kommen immer weniger Aufträge, kann ich immer weniger Aufträge annehmen und habe schließlich nicht mehr so hab viele Kunden verloren. Das ist hart. Aber ich liebe diese Arbeit. Ich bin gerne hier. Mein Opa hat den Laden hier aufgebaut und war unglaublich geschickt. Er war mein größtes Vorbild, aber er ist schon lange tot. Der Laden ist alles, was mir von ihm geblieben ist, und ich will ihn nicht verlieren. Mein Vater mag zwar eingeknickt sein, aber es hält mich nichts davon ab, es zu versuchen. Allerdings stoße ich langsam an meine Grenzen. Wahrscheinlich leben wir in Zeiten, in der wir beide nicht mehr gebraucht werden, der Laden und ich. Tja, also, davon habe ich zwar keine Ahnung, aber sieh's doch mal so. Du gibst hier dein Bestes. Und auch wenn du gerade einen Tiefpunkt erreicht hast, hast das noch lange nicht, dass du nicht wieder auf die Beine kommen kannst, oder? Wie? Ich meine, es mag zwar aus dem Mund von jemandem, der sich gerade erst einem Obdachlosen komisch klingen, aber zumindest werde ich wiederkommen und bei dir Sachen reparieren lassen. Denk daran, okay? Ja, du hast wirklich Kampfgeist. Das gibt es heute kaum noch. Wie heißt du? Ichiban Kasuga. Okay, Kasuga-san. Wenn du das wirklich ehrlich meinst, dann bist du hier jederzeit willkommen.
Und nun wegen deines Schlägers? Ob nun wegen deines Schlägers oder etwas vollkommen anderes, ich mache alles besser und neu. Okay, und das, ja klar. Gut. In der Romantikwerkstatt kannst du Waffen und Ausrüstung herstellen und verbessern. Das ist interessant, oder? Verbessern. Okay. Such auf der Straße nach Materialien, da haben wir schon so viel. Wir haben schon so viel Materialien. Nutz die Werkstatt intensiv, machen wir. Das machen wir jetzt gleich. Hä? Das Bewerbungsgespräch lief super. Ich fange bald an, mich um die Gäste zu kümmern. Kommt also vorbei, sobald ihr bereit seid. Ich sorge dafür, dass er reinkommt. Erwähnt einfach, dass ihr mich kennt. Okay. Aber erst will ich meine Waffen aufbessern und den neuen Schläger anschauen. Vielleicht ist er jetzt super übermächtig. Schauen wir mal. Mit Liebe gemacht in der Romantikwerkstatt, Waffenausrüstung, bla bla bla, haben wir gerade gelesen. Ach was. Kann ich das jetzt einfach hier machen? Selber in der Liste? Muss ich dafür nirgends hingehen? Doch, ich muss da schon hingehen, oder? Die App muss ich mir nachher nochmal genauer anschauen, aber jetzt gehen wir erstmal zu ihr. Ausrüstung herstellen, verbessern. Waffe verstärken. Ah ja, das ist jetzt der Schläger des legendären Helden plus 1. Aber ich kann anscheinend nicht alle Waffen verbessern. Nur den Schläger und den groben Stock hier von unserem Heiler. Warte mal, wenn ich... Der ist jetzt aktuell um 10 schwächer als unsere aktuelle Waffe. Wenn ich den jetzt aber verbessere, und das könnte ich... Aber ich habe gar nicht so viel schmutziges Eisen. Naja, aber das könnte ich trotzdem. Das machen wir jetzt mal. Dann wird er nämlich besser als das, was wir aktuell haben. Sehr gut. Und jetzt könnten wir ihn nochmal verbessern, aber dafür fehlen mir die Ressourcen. Da brauche ich mehr schmutziges Eisen und K.O. Attack Zero. Was auch immer das ist, das habe ich noch gar nicht. Hallo, Kruna, wie geht's? Soll ich den groben Stock auch verbessern? Dann haben wir keine Holzklötze mehr. Aber ich habe sonst eh nichts, was wir verbessern könnten. Also warum nicht? Oder? Bling. Ich habe es weggedrückt. Ich wollte es gar nicht. Okay, cool. Ich hatte gar nicht so viel Rohstoffe, wie ich dachte. Ah, hier kann ich jetzt Waffen herstellen. Da hätte ich vielleicht mal vorher reinschauen sollen, bevor ich die Waffen verbessere. Weil jetzt könnte ich hier echt coole Sachen machen. Wie zum Beispiel einen Feuerstock, eine Fackel mit Feuerschaden und einen Donnerstock mit Elektroschaden. Die sind auch noch echt gut. Dammit. Naja, habe ich 9 Grund... Oh, der Stock ist auch nicht schlecht. Ein Giftstock. 9 Grund, wieder gegen alle möglichen Goons zu kämpfen. Nur damit wir Materialien sammeln. Ein Eisstock. Mensch, das sind voll die guten Waffen. Oh Gott. Betäubungslederklatsche. Das sieht ganz schön brachial aus mit den Blutflecken hier. Eine Handtasche. Betäubungshandschuhe, Elektrohandschuhe. Ein Säbel. Wer kann denn den nutzen? Keiner kann den nutzen. Vielleicht kriege ich noch einen Schwertkämpfer ins Team. Das könnte sein. Mir geht's auch ganz gut. Dankeschön. Das könnte schon sein, ne? Vielleicht kriegen wir da schon ein bisschen Vorschau auf mögliche Charaktere, die noch kommen. Oder Berufe. Die Figuren haben ja verschiedene Berufe, die sie wechseln können. Und je nachdem benutzen sie auch verschiedene Waffen. Naja, hier gibt es super viel zu craften. Ich sehe schon. Und vermutlich kann ich mir das in der neuen App, die wir hier jetzt haben, einfach anschauen, oder? Waffenverstärkungsliste, aber nicht machen. Genau, da kann ich mir einfach jederzeit einen Überblick verschaffen. Rüstungen. Ah, Piratenhut. Leider sieht man die, glaube ich, nicht. Oder? Sieht man die vielleicht schon? Eigentlich nicht. Also bisher hatte ich keinen Ausrüstungsgegenstand, den man sehen kann.
Aber bei so einem Piratenhut oder so einem Zaubererhut wäre es halt cool. Aber gut, hilft jetzt eh nichts. Wir brauchen mehr Rohstoffe. Mehr grinden. Da muss ich mal kurz gucken. Ah, hier können wir Mahjong spielen. Mahjong ist natürlich super. Warum ist denn da so ein Katzensymbol? Ich habe bei Yakuza Zero so viel Mahjong gespielt. So viel. Da ist das Survive. The Bee. Die Berufsschule. Was ist denn The Bee? Das weiß ich gar nicht mehr. Aber anscheinend war ich das schon mal. Würde mich gerne interessieren, wo ich jetzt gleich nochmal das heiße Wasser hinbringen soll. Entweder hierhin oder hierhin, glaube ich. Ja, könnte auch hier gewesen sein. Ich bin mir nicht sicher, aber wahrscheinlich hierhin. Und das liegt auf dem Weg. Versuchen wir mal, vielleicht können wir das Baby noch auf die Welt bringen. Oder was auch immer. Dumme Frage, aber um was geht es in dem Spiel? Es geht im Kern um unseren Protagonisten hier, einem Ex-Yakuza, der für das Verbrechen eines anderen freiwillig ins Gefängnis gegangen ist, wegen Ehre und so weiter und so fort. Und dann wurde er aber quasi verraten, als er nach 19 Jahren aus dem Gefängnis gekommen ist, für den Mord, den er nicht begangen hat. Hat ihm seine ehemalige Yakuza-Familie den Rücken gekehrt und er ist quasi komplett in der Gosse gelandet. Und zusammen mit dem anderen Obdachlosen und dem Ex-Polizisten, der kurz vor der Rente gefeuert wurde, versuchen die sich so ein bisschen über Wasser zu halten, aber gleichzeitig natürlich sich bei der Yakuza-Familie zu rächen, beziehungsweise herauszufinden, was da passiert ist eigentlich genau, und an dem korrupten Polizeichef, der da auch mit drin steckt im Grunde. Aber das ist ein langer Weg. Bis dahin, weil wir uns jetzt erst wieder ganz langsam hocharbeiten müssen. So, aber jetzt helfe ich erstmal ihm hier ein Baby zu entbinden. Mit heißem Wasser, auf das er jetzt schon seit 5 Spieltagen, Ingame-Tagen wartet oder so. Kasuga-san, ich bin soweit. Hast du das heiße Wasser? Oh. Ja, ich habe es hier. Heißes Wasser und Handtücher. Perfekt, also los. Hey, alles klar. Falls wir irgendwie helfen können. Oh, Susumu-chan, du armes Kleines. Okay, Zeit für Happa. Wie? Hä? Ihr seid die Wichser mit der Babymilch. Also, das muss ich vielleicht kurz sagen, in der Quest wollten die Kerle hier ihm seine Babymilch klauen, die er für sein Baby gekauft hat. Und dann habe ich den gerettet und die verprügelt. Und dann haben wir ein Baby schreien hören. Und er hat sofort an eine Entbindung gedacht, aus irgendeinem Grund, und hat Handtücher geholt und ich sollte heißes Wasser holen. Und jetzt sind wir hier. Und scheinbar wollten die Babymilch von ihm klauen für ihr komisches Rollenspiel, das die hier durchziehen. Na gut. Was zum Verfick nochmal? Tut mir leid wegen der Störung. Jungs, gehen wir. Ja, bis dann. Nicht so schnell, Boss. Oh-oh, Riesenkampf, Baby. Du hast vielleicht Nerven. Was? Auf mein großes, schönes Bettchen zu treten. Ach so. Kommst hier einfach rein und willst uns den Spaß verderben. Kommt, Jungs. Zeigen wir ihm diesen Wichser. Jawohl. Na dann. Das Spiel ist so bekloppt. Ich find's absolut super. So, für dich habe ich mir was ganz Spezielles aufgehoben. Ich habe noch eine bessere Idee.
rufen wir. Wir können es uns leisten. Aber nein, das kostet so viel Geld. Das kostet zu viel Geld. Das ist Verschwendung. Das kostet nur Aktionspunkte. Das machen wir. Obwohl, wir sind jetzt nur zu dritt, ne? Da macht das auch keinen Sinn. Machen wir einfach einen normalen Megaschwung. Auch nicht schlecht. Zwei gleich besiegt. Einer so gut wie besiegt. Okay. Yen! What? Wir sind reich! Das sind umgerechnet ungefähr 200 Euro oder so. Ich weiß es nicht genau, aber das ist in dem Spiel jetzt gerade für meine aktuelle Situation ein Vermögen. Voll cool. Und dann auch noch ziemlich gute Erfahrungspunkte. Heldenmut haben wir gelernt als neue Fähigkeit. Ich habe ihm gar nicht seinen Baseballschläger ausgerüstet, seinen neuen. Das müssen wir auch noch machen. Das hätte ich ganz vergessen. Hey, danke fürs Followen, Crooner. Moment mal. Hast du das nicht schon? Nee. Das war der Panda Patrick vorher. Genau. Dankeschön, freut mich. Verzeihung fürs Hereinplatzen. Das ist alles nur ein großes Missverständnis. Ach ja? Ich höre zu. Ja, also. Jetzt erklärt er, was ich euch gerade erklärt habe. Ich verstehe schon. Du dachtest, unser Geschrei stammt von einem richtigen Baby. Genau. Meine aufrichtige Entschuldigung für die Spielverderberei. Nein, nein. Ich war nicht im Bilde. Ich muss mich entschuldigen. Wie? Heutzutage erntet man für ein kreischendes Baby rasch finstere Blicke. Ich aber wollte euch für ein... Ihr aber wolltet euch für ein unbekanntes Baby aufopfern. Wie sind eure Namen? Ja. Das sind schöne Namen. Ich heiße Susumu Gondawara. Meine Leute haben euch wohl wegen Babymilch belästigt. Jungs, besorgt den beiden neue Babymilch und zwar sofort. Verstanden, Boss. Nicht zu fassen, dass der Typ ein Patriarch ist. Ich will es lieber gar nicht wissen. Eigentlich brauchen wir gar keine Babymilch. Bitte macht euch keine Umstände. Ich will bloß kurz was erledigen und verschwinde stattdessen für eine kleine Ewigkeit. Meine Frau wird mich umbringen. Ach, komm schon, du verspätest dich bloß ein wenig. Oder ist deine Frau wirklich so ein Drache? Nein, sie ist in letzter Zeit bloß ein bisschen angespannt. Ich schufte mich für unser Kind zu Tode, aber sie nörgelt die ganze Zeit nur. Masato-san, weißt du, wie schwer es ist, ein Kind großzuziehen? Wie wäre es, wenn du ihr ein wenig dabei hilfst? Was? Alleine ein Baby richtig zu halten, ist nicht leicht. Du musst den Nacken stützen, bis es den Kopf von selbst halten kann. Babys sind schwache, empfindliche Wesen. Äußerst zart. Kein Wunder, dass deine Frau so gestresst ist. So ist es. Saya-chan sagt nur die Wahrheit. Wenn wir Babys unsere Milch bekommen, machen wir ein Bäuerchen. Dann brauchen wir einen Klaps auf den Rücken. So ist das. Es fällt mir ein, dass sie ständig mit diesem Ding beschäftigt ist. Wenn es mitten in der Nacht schreit, habe ich keine Ahnung warum. Ich kann nichts dagegen tun. Hey, das ist unser Job. Ob mitten in der Nacht oder nicht, ist egal. Wir schreien, wenn wir was wollen. Verstehe. Und ich war neidisch, dass sie nachts schlafen kann, während ich am Schuften bin. Deine Frau hat vermutlich seit der Geburt noch keine Nacht richtig geschlafen, weißt du? Und selbst wenn, weiß sie nie, wann es wieder vorbei damit ist. Klingt verdammt anstrengend. Masato-chan, du solltest dich mal in Ruhe mit deiner Frau unterhalten. Das wird sicher nicht leicht, doch eure Beziehung leidet momentan, weil ihr einander nicht zuhört. Du hast recht.
Irgendwann dachte ich wohl, dass ich das irgendwie dachte ich wohl, dass ich das Härtere losgezogen hätte. Doch an die Gefühle meiner Frau habe ich noch nie einen Gedanken verschwendet. Wenn ich nach Hause komme, werde ich mit meiner Frau reden. Wir werden unser Kind gut erziehen. Schließlich bin ich der Vater. Ha, so gefällt mir das schon besser. Versuche aber nicht, alles allein zu schaukeln. Eine Familie lebt durch gegenseitige Unterstützung. Na los, lauf zurück zu deiner Frau und bring alles in Ordnung. Ich bin als Baby auf deiner Seite. Also wird bestimmt alles gut. Danke, dann mache ich mich jetzt auf den Weg. Gute Nacht, Ratze, mach's gut. Viel Glück. Ende gut, alles gut, schätze ich. Darauf kannst du einlassen. Was? Wir haben die Babymilch. Oh. Nun, dann lass uns auf den Mann trinken, der gerade zum richtigen Vater wurde. Trinkst du mit? Wie, ich? Genau. Nur keine Angst. Natürlich, warum auch nicht? Trinken wir einen Schluck Milch auf. Auf die gelungene Quest. Ah, der Nektar der Götter, was meinst du? Gutes Zeug, oder? Ah, gar nicht mal so übel. Nicht wahr? Jungs, noch zwei Babyfläschchen auf Zimmertemperatur. Komm sofort. Also, was hältst du davon, wenn wir diese zwei Fläschchen anständig genießen? Wie? Jungs, holt dem Mann eine Windel. Verstanden, Boss. Halt, ich hab nicht zugestimmt. Hey, was zur Hölle? Lass mich los! Echt jetzt, lass den Scheiß, sofort! Oh, unsere Leidenschaft ist gestiegen. Sehr gut. Ah, ein neuer Freund. Unsere Poundmate-Auswahl. Wir können jetzt den Riesenbabykerl als Verbündeten im besonders harten Kämpfen rufen. Ich weiß nicht, wie teuer der ist, aber das müssen wir fast mal testen, oder? Das ist schon ziemlich cool. Oh mein Gott. Retro Gamer, mach's gut. Gute Nacht. Oder auch nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob du jetzt schläfst oder nicht. Aber es klingt so. Okay. Auf jeden Fall können wir den jetzt beschwören. Das ist quasi ein Summon in dem Spiel. Wie in Final Fantasy, diese großen Monster. So können wir jetzt den beschwören. Das ist schon ziemlich witzig.